Oh, jetzt hat sie aber ganz schön viel Informationen schon. Warum sind hier noch zwei drinnen? Das verstehe ich gerade auch nicht. Und vier draußen. Ich hoffe echt, ich habe den ersten nicht weggeschickt. Unser Walking. Wenigstens kann ich jetzt speichern. So, dann versuche ich mal mein Glück. Drückt mir die Daumen, dass ihr mindestens ein gutes Walking und ein gutes Running Chocobo haben. Führen. Nicht übel. Nicht übel? War das jetzt eine 3 oder ist das eine 2 oder 1? Ein sehr guter Chocobo, den nehmen wir auf jeden Fall rein. Vor allem da steht Female. Choco, wir nennen ihn mal 1. 1. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es ein Weibchen ist. Auswählen. Man ihn jedes Mal anquatschen? Ein sehr guter. Auch Female. Ich nenne ihn einfach mal 12. Und die anderen beide waren nur normal. Female Klasse C. Was haben wir hier? Female. Male Klasse C. Ah, die waren alle nicht so gut, glaube ich. Female. So, was sagt sie mir eigentlich? Mit ihrem Chloe Chocobo Inspektion. Ach so. Vermögen. Ich muss jedes Mal lachen. Choco F. Aber das ist das, was ich meinte. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Chocobo, was ich gerade reingemacht habe, ob das jetzt das Walking ist oder das Running. Chocobus im Gatter. Ich glaube, ich habe vorhin den falschen Speicherstand geladen, weil ich habe hier alles dicht gemacht vorher. Choco F2. Das sind meine alten, die können alle weg. Warum ist der weiß gerade? Ach so, bestimmt weil der in meinem Raumschiff ist. Freilassen. Freilassen. Jetzt habe ich ja nur noch 11, 12, genau. Den kann ich nicht, okay. Führen. Die anderen haue ich jetzt weg, denke ich mal. Weil die sind beide nur nicht übel. Gut, dann haue ich die nämlich auch weg. Weil es muss heißen toll oder sehr gut. Also ist das wahrscheinlich nur eine 3.
So, du kommst hier rein, damit ich dich auch endlich mal löschen kann. Freilassen. Choco F, genau. Ich denke mal, die beiden, die jetzt noch drinne sind, sind die letzten beiden, die ich hatte. Ich denke mal, den anderen hatte ich überschrieben, weil man ja doch nur vier hier drinne haben kann. Das heißt, ich gehe nochmal zu Goldsource und hole mir da nochmal einen. Das Blöde ist natürlich, okay, ich habe bei beiden Stellen ziemlich lange gebraucht, bis ich endlich den richtigen hatte. Wobei beim Goldsource ging es ja vorhin, war es ja der allererste sogar. So, bin ich gerade richtig? Hier ist Korn, das ist der Goldsource, okay. Ich gehe einfach mal jetzt hier immer einen Chocobo-Kampf an jedem Spurenfeld lang, falls es wirklich davon abhängig ist. Okay, kein Kampf, was sonst? Und dann gehe ich wirklich nach jedem Kampf auch wieder zurück, weil es bringt ja scheinbar nichts. Man verliert nur den Überblick. Habe ich die Dings noch drinne? Ja, den Köder müsste ich eigentlich nur drin haben. So, kann jetzt mal einen Schoko bekommen. Ich habe keine Lust, mich jetzt hier noch stundenlang aufzubehalten. Aber wie ich vorhin auch schon sagte, ja, ich hatte überwiegend immer weibliche Schokobos. Bei denen, die ich jetzt hatte, auch. Okay, ich habe zwei weggeschmissen, das waren vielleicht Männer. Hey, Chocobo-Kampf. So, was war das? Spencer. Und das ist auch genau der Richtige. Das ist schon mal schön. Ich probiere auch einfach mal mein Glück. Ja, die sind ja alle schwach hier, die Gegner. Perfekt. So, ab zum Stall mit dir. Ich probiere hier gleich mal mein Glück mit Speichern. Perfekt. Ich kann es ja vor der Dings normal machen. Na? So, wir brauchen mit einen Mann. Und dazu muss ich jetzt dreimal, viermal neu laden oder wie auch immer es dauert. Hat geklappt. Lass es ein Mann sein. Ich habe nur eins. Ein guter. Diesmal steht aber nichts da von Female oder irgendwas. Jetzt sagt das Female.
Schoko Female, schade. Also, neu laden. So, hier bin ich wieder. Ich habe das jetzt gerade nochmal probiert. Hab bestimmt 13, 14 mal neu geladen, musste zwischendurch auch 20 Minuten warten, weil das Safe wieder mal nicht ladbar war. Und habe mich jetzt dazu entschieden, ich habe den Speicherstand nochmal geladen, als ich gerade zur Schokobo Farm zurückgegangen bin. Ich hatte ja zwei sehr gute Schokobos, die habe ich jetzt auch, nur ist einer davon jetzt männlich. Und ich hatte eben spaßenshalber schon mal einen Durchgang gemacht und da hatte ich dann Glück und es ist auch ein blauer entstanden, sprich es müssten die richtigen Gene da sein, deswegen gehe ich jetzt mit dem Speicherstand weiter. So, eben habe ich den weiblichen schon gespeichert. Das ist jetzt der männliche. Die anderen beiden haue ich jetzt wieder raus, das habe ich ja vorhin alles schon gemacht. Weil die brauche ich nicht, aber ich brauche den Platz. Lass ihn gehen. Genauso wie mit ihm. Und die anderen beiden Joten sollen weg. Freilassen. So, züchten. So, wir haben hier unseren Mann. Und F, unser Weibchen, genau. Also paaren wir die beide. Alles klar. Welche Nuss wirst du ihnen geben? Da haben wir jetzt wieder die, die wir schon hatten. Gebe ich die Karobanuss hin? Ja. Jetzt gibt es ein kleines Techtelmechtel, was wir natürlich nicht sehen, beziehungsweise auch nicht sehen wollen. Und mit Glück haben wir was gewonnen. Einen blauen, glaube ich zumindest. Und ein Weibchen, das ist natürlich blöd, weil Männchen sind wohl häufiger. Shop. Shop F. Blau, Frau, okay. Freilassen wollte ich den anderen noch. Jetzt habe ich nämlich nur noch meine beiden sehr guten Männchenweibchen. Das neue blaue Weibchen, was hoffentlich auch blau ist. Berg- und Flussschokobo, Bergschokobo ist auf Flussschokobo zu züchtern. Sehr guten, ja, das kennen wir ja alles schon. Kann ich ja mal gucken, wie es mit dem neuen aussieht, von den Attributen her. Weil das erbt ja immer, das Neugeborene erbt ja immer die Fähigkeiten der Eltern. Sprich, bei zwei sehr guten Eltern müsste ja auch das Kind dann sehr gut sein. So, Schokobo F. Okay, in fast allen Punkten war das Weibchen das Bessere. So, dich bringe ich jetzt auch wieder weg, damit ich Platz habe. Freilassen. Choco F, genau. So, jetzt haben wir hier unser Weibchen. Ne, unser Männchen, unser Weibchen. Und unser blaues Weibchen. So, neu züchten geht leider noch nicht. Denn man sollte keine paaren, die gerade Eier gelegt haben. Auch nicht Neugeborene. Es scheinen keine anderen da zu sein, die du paaren kannst. Also muss ich wieder zurückgehen. So, jetzt hieß es 3 bis 18 Kämpfe machen.
Normale Kämpfe wären natürlich besser, weil die häufiger kommen und wesentlich leichter. Nee, normale Kämpfe wären leichter, die würden schneller gehen als der Kampf hier, aber der ist wenigstens da, wenn ich ihn brauche. Der ist jetzt schon tot. Okay, so geht's natürlich auch schnell. Also mache ich jetzt erstmal ein paar Kämpfe, bis ich zum nächsten Chocobo züchten komme. Dann muss ich wieder Kämpfe machen, damit ich auch das Neugeborene züchten kann. So, da hinten kommt er her, dann kann ich das ja alles beschleunigen, indem ich in seine Wieder-Respawn-Ecke gehe. Hab jetzt extra einen Moment gewartet, damit er nicht in seine mittlere Form geht. Was er jetzt wahrscheinlich trotzdem tut, weil er die Hälfte Leben verloren hat. Zeitspiel. Zack, tot. Na, kommt er diesmal noch nicht runter? Tudum. So, dann nicht jedes Mal in derselben Ecke. So, jetzt habe ich mir eine Attacke gespart, weil er damit ja nicht über die Hälfte Leben kommt. Außer er kontert jetzt. Yep. Damit Cloud ihn gleich vernichtet, habe ich mir gedacht, aber naja. So, drei Kämpfe haben wir. So ist schön, so geht's schnell. Tja, diesmal kam aus der Ecke. So, Kampf Nummer 5, nach der Hälfte gucke ich mal rüber, sprich nach 9 Kämpfen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich nach jedem Kampf hinlaufe, wenn es 3 bis 18 Kämpfe wo sind. Reicht noch nicht ganz, weil er 4000 Leben hat. Deswegen ist es immer besser, wenn einer von den anderen vorher angreift und Cloud gibt ihm dann den Rest. Zumindest in meinem Fall jetzt.